Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum, das uns von zu Hause aus über den Livestream zuhört, lieber Herr Professor Klein, liebe Musikerinnen und Musiker, ich darf Sie alle sehr herzlich zu unserem Benefizkonzert begrüßen und danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Wie Sie schon gesehen haben, müssen wir krankheitsbedingt ein paar Programmänderungen vornehmen. Wegen der Corona-Restriktionen haben wir uns entschieden, während der Pause keine Getränke bereitzustellen. Außerdem möchte ich auf den Verkauf von Origami-Friedenstauben hinweisen, der in der Pause stattfinden wird. Die Pause soll etwa 15 Minuten dauern. Unsere Kollegin Maike Köhler hatte die Idee dazu und hat die Vögelchen gemeinsam mit Kolleginnen in den letzten Tagen gebastelt. Sie sind in der Pause gegen eine kleine Spende zu erwerben. Ich möchte nun ganz kurz ein paar Gedanken mit Ihnen teilen. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem seit über 70 Jahren Frieden herrscht. Und so hat kaum einer von uns die Schrecken eines Krieges miterleben müssen. Mit diesem Benefizkonzert heute und am Sonntag in einer Woche möchten wir die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die vielleicht am meisten unter diesem Krieg leiden, die zu den Verletzlichsten einer Gesellschaft gehören, den Kindern. Am 20. November 1989 wurde die Kinderrechtskonvention von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Unter anderem ist dort zu lesen: Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. Müssen wir dem schrecklichen Krieg in der Ukraine und den Menschenrechtsverletzungen, die dort begangen werden, nicht etwas entgegensetzen? Und sei es noch so wenig, was wir tun können? Ist es nicht auch eine berufliche Verpflichtung, Kindern, deren Rechte derart mit Füßen getreten werden, zu helfen, ihrem Leid gegenüber nicht gleichgültig zu bleiben? So eine Benefizveranstaltung kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber wir möchten damit unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Und wenn wir auf diese Weise vielleicht ein paar Kindern helfen, ein paar Eltern wieder ein wenig Hoffnung machen und mithelfen können, dass es ein kleines bisschen weniger Leid und mehr Kinderlachen auf dieser Welt gibt, haben wir diesem sinnlosen Krieg doch etwas entgegenzusetzen und können etwas für diejenigen tun, die sich selbst nicht helfen können und deren Rechte so fürchterlich missachtet werden. Herrn Professor Klein, dem Chefarzt des Dr. von Haunerschen Kinderspitals, gilt mein besonderer Dank. Er hat sich sofort bereit erklärt, uns zu unterstützen und Kontakte in die Ukraine herzustellen. Außerdem dürfen wir für unser Projekt die Strukturen der Stiftung Care for Rare nutzen, einer Stiftung für Kinder mit seltenen Erkrankungen, die selbst größtes Engagement zur Hilfe für ukrainische kranke Kinder mobilisiert hat. Diese Stiftung wird die Spendengelder unserer Konzerte sammeln, sodass der Erlös dieser Veranstaltung heute und am Sonntag unmittelbar und vollständig bei kranken Kindern vor Ort in der Ukraine ankommt. Wir möchten die dortigen Krankenhäuser unterstützen, beispielsweise Medikamentenlieferungen ermöglichen und beim Wiederaufbau von zerstörten Kinderstationen helfen. Im Namen der Mitwirkenden dieses Konzertes und meiner Mitorganisatorinnen bedanke ich mich bei Ihnen allen, dass Sie unser Projekt unterstützen. Ich freue mich besonders, dass sich so viele hervorragende Musiker bereit erklärt haben, dieses Konzert zu gestalten und unentgeltlich heute Abend spielen. Dass wir so viele helfende Hände hatten und die Gemeinde der Himmelfahrtskirche uns ihren Kirchenraum zur Verfügung gestellt hat.
Nun darf ich das Wort an Herrn Professor Klein übergeben und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Frau Sadler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vieles gesagt und ich bin auch hier der Unwichtigste heute, das ist auch gut so. Ich wollte aber kurz berichten, heute Morgen habe ich einen kleinen Patienten aus Charkow kennengelernt, 12 Jahre alt, geflohen, wie so viele, mit seinen Eltern, etwa 2 Dutzend Kinder sind im Augenblick aus verschiedenen Kinderkliniken in der Ukraine bei uns im Hauna betreut, auch in Schwabing. Viele andere Kinderkliniken beteiligen sich an dieser Aufgabe mitzuhelfen. Und es hat mich da mit großer Freude und auch mit ein wenig Stolz erfüllt, dass unsere Assistentinnen, das sind nur Damen hier, die das organisiert haben, so spontan gesagt haben, wir wollen helfen, wir wollen was tun. Musik kann verzaubern, Musik kann aber auch verbinden. Und ich glaube, heute verbindet die klassische Musik diese wunderschöne Kirche im Herzen Münchens mit dem ganzen Land der Ukraine und den dort leidenden kranken Kindern. Wir werden sicherstellen über unsere Verbindungen und die European Children's Hospital Organization, dass die Spenden, die wir erhalten heute und in den kommenden Tagen und am nächsten Konzert, 1:1 und ohne Abzüge dort ankommen, wo Kinder sie brauchen. Und damit möchte ich auch uns allen heute einen wunderbaren Abend wünschen. Genießen Sie die Musik, lassen Sie sich verzaubern und verbinden.
Thank you.
Thank you.